Bewegender Moment während des Trainings bei Real Madrid. Die gesamte Mannschaft hielt eine Minute still, um den Opfern des Flugzeugabsturzes zu gedenken. Die Reise zum Final-Hinspiel der Copa Sudamericana nach Medellin endete für 22 Spieler der brasilianischen Profimannschaft Chapecoense tragisch. Ihr Flugzeug der bolivianischen Gesellschaft Lamia, in dem sich die Mannschaft und vermutlich 50 andere Passagiere sowie 9 Besatzungsmitglieder befanden, stürzte am Montag gegen Mitternacht in einer Bergregion nahe der kolumbianischen Großstadt ab. Berichten zufolge meldete das Flugzeug Probleme mit der Elektronik, kurz bevor es vom Radarschirm verschwand. Laut Angaben der Polizei kamen 76 der 81 Passagiere ums Leben. 5 konnten verletzt geborgen werden, darunter 3 Spieler Chapecoenses. Unklar sei, ob dem Flugzeug das Benzin ausgegangen ist, es einen technischen Defekt gab oder ob das schlechte Wetter die Ursache war, meldete die französische Nachrichtenagentur AFP. Ich muss leider den Absturz des Flugzeugs mit der brasilianischen Fußballmannschaft an Bord bestätigen. Wir tun alles, was getan werden muss, um mögliche Überlebende zu retten. Das ist das Wichtigste. Wir sind alle sehr, sehr traurig. Unser Mitgefühl ist bei den Familien, Freunden und ihren Ländern. Es ist tragisch. Kolumbianischen Medienberichten zufolge war der Erstligist Chapecoense über Santa Cruz in Bolivien nach Kolumbien geflogen, nachdem er ursprünglich in Sao Paulo einen direkten Charterflug nehmen wollte. Der Club aus dem Bundesstaat Santa Catarina wollte am Mittwoch gegen Atlético Nacional Medellin das Hinspiel des Finales um den Südamerika-Cup bestreiten. Erste Anteilnahme gab es aus England von Manchester United via Twitter. Am 6. Februar 1958 war die Mannschaft von Man United in München bei einem Startversuch von der Landebahn abgekommen und explodiert. Von den 44 an Bord befindlichen Personen, darunter auch Fans und Sportjournalisten, kamen 23 ums Leben. Die Südamerikanische Fußballföderation hat indes vorerst sämtliche Spiele oder Aktivitäten abgesagt.